Am zweiten Tag des Birkenstock-Treffens freue ich mich im Anschluss an die Podiumdiskussion, Vizepräsident von Nasdaq Magnus Billing sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, Magnus. Vielen Dank. In der heutigen Podiumdiskussion stand Blockchain im Mittelpunkt. Wie kann die Blockchain-Technologie den Wert von anderen Assetklassen im Markt erhöhen? Wie würden Sie die aktuelle Rolle von Blockchain beschreiben? Wir bei Nasdaq legen einen großen Wert auf Technologie. Das ist das Kernstück unserer Aktivitäten, seien es Notierungen, Handel, Clearing oder Dienstleistungen an börsennotierte Unternehmen. Technologie steht überall im Mittelpunkt. Wir suchen nach den Wegen, Technologie zu entwickeln und dem Markt einen Mehrwert zu bieten. Blockchain ist momentan ein heißes Thema in der Finanzierungsindustrie und wir haben bereits abgewägt, was für einen Mehrwert sie uns und unseren Kunden zu bieten hat. Wir beabsichtigen, diese Technologie auf dem Nasdaq-Privatmarkt einzuführen, das heißt Aktienmarkt zwischen dem privaten und öffentlichen Kapital. Wir setzen hier die Blockchain-Technologie ein, um Transaktionen mit Aktien und diesbezügliche Clearing und Zahlungsverkehr zu steuern. In der Podiumdiskussion haben sich Meinungsverschiedenheiten bezüglich Wettbewerb im Markt versus Regulatoren offenbart. Welche Meinung vertreten Sie? Wir bei Nasdaq sind für Konkurrenz. Das ist unser Motto. Und wir schätzen, wir haben immer gute Erfolgschancen in jedem Wettbewerb im Rahmen der Produkte und Leistungen, die wir anbieten. Einer der Schwerpunktmärkte, die mehr wettbewerbswürdig sind, ist der Derivatenmarkt in Europa. Im Moment ändern die Regulatoren den legislativen Rahmen, um die vertikalen Silos für Eurobond-Derivate zu öffnen, sodass man in einem und demselben Silo gleichzeitig handeln und clearen kann. Um Wettbewerb in diesem Bereich zu fördern, müssen wir diese vertikalen Silos öffnen, das heißt allgemein zugänglich machen. Dafür setzen wir uns ein und halten diesen Weg für richtig. Magnus, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.